So, wir sind wieder zurück. Willkommen zurück zur Zombie Army Trilogie. Ich weiß nicht genau, wie ich die beiden Folgen geschnitten habe. Und wir sind direkt gestorben. Lol. Kontrollpunkt neu starten. Das ist eine hart, krank, brutal, üble, krasse Ecke. So, irgendwo da guckt ein Sniper rum. Den müssen wir erstmal wegflügen, wenn wir das schaffen. Schaffen wir nicht. Okay, auf keinen Fall auf den Turm hoch. Und falls es noch nicht erwähnt haben sollte, willkommen zurück zur Zombie Army Trilogie. Der Sniper sackt übelst. So, Schnitte auf, und die hast du jetzt das Schießen wieder gelernt. Also langsam ja. Wow, okay. Komm, leg dich hin. Du zerbrösel dich. Oh. Grenade Man. Grenade Man. Du nervst auch gerade rum. Ey, der Sniper regt mich hart auf. Kannst du mal abkratzen? Nein, kann er natürlich nicht. Gut so, wäre so einfach. Sind wir da oben vielleicht safe? Genau, ich sag erst noch, wir brauchen nicht nach oben rennen. Was mache ich? Renne nach oben. Ja, ich muss halt irgendwo hin und hier kann ich zur Not die verdammten Viecher einfach die Treppe runtertreten. Oder ich treffe mittlerweile auf einmal. Was geht ab? Ist natürlich auch eine Option, endlich mal zu treffen. Ruf verflucht. Steh auf. Bleib liegen. Wo ist das Sniper-Dude angeht die ganze Zeit? Soll ich die jetzt hier einen nach dem anderen kaputt treten, ja? Ich meine, mache ich auch, aber... Oh. Oh nein, es war einfach nicht gut, hier hinzurennen. Es war einfach nicht gut. So, aus dem Weg. Ich muss ja mal kurz durch. Da! Stirb jetzt nicht! Verfeckt nochmal! Und 3 Punkte neu starten. Ich muss ganz schnell diesen fucking Sniper erledigen. Das ist das Erste, was ich erledigen muss, ist er. Komme, was wolle. Du musst weg. Okay. Sorry. So. Ich hoffe, es gab nur den einen. Ansonsten müssen wir versuchen, die alle auf einen Haufen zu locken und mit Landminen und Granaten zu killen. Das könnte gehen, wenn wir so ein Zombie-Sandwich hier basteln und dann mit einer Grenade reinknüppeln. Das könnte funktionieren. Oh, oh, Grenade Man. Guck mal das nicht an. Mr. Grenade Man. Okay, alles klar. Das ist eine hart üble Ecke. Oh, Platz.
Oh, Zombie, mach Sitz. Okay, sieht deutlich besser aus. Wir hätten beim ersten Mal hier echt gar nicht unbedingt drauf gehen müssen. Das war eigentlich dumm. Beide Male, natürlich. Naja, doch langsam wieder. Es werden aber auch... Was bist du denn? Du bist aber ein komisches Skelett. Okay, das ist ein echter MG-Dude. Schuss er durch. Okay, stunt ihn. Hallo? Munition knapp, ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Hallo. Ja, komm. Jetzt sprinte doch. Drei Schuss noch. Der Typ zackt so übelst hart. Mit der letzten Kugel. Hey, können wir auch schneller mit deinem Pizza pflücken. Gib mir Munition. Es kommt noch eine Welle. Entwickler, was ist mit euch? Ach du Scheiße. Aber jetzt sagt nicht, hier kommt noch so ein MG-Man. Okay, wir kriegen ein dezentes Problem. Ganz dezent. Wie, das waren nur zwei? Warum? Da standen so viele auf einem Haufen. Ja, natürlich ist da noch einer. Was sonst? Kannst du dich mal hinlegen? Munition! Kann ich da irgendwo hoch? Ey, die Ecke ist übelst zick. Was mache ich denn da? Okay, okay. Kommt mal hier rüber. Der hat somit die höchste Priorität eigentlich, der MG-Man. Ja, toll. Was war denn jetzt? Kann ich euch looten? Wow. Kann ich nicht. Wow. Ah ja. Und jetzt? Okay, wir haben drei gekillt. Ja, schön, aber... Wir sind so ohne Munition, aber gleich hart tot.
Jetzt kratzt doch ab, verdammt nochmal. Jawohl. Sniper leer und jetzt? Und jetzt? Ja, da oben kannst du auch nirgendwo durch. Fuck. Fuck. Munition. Kräftig auf die Distanz mit dem Ding hier aber auch nicht, ne? Macht doch zu viel Schaden. Da kriegst du den nicht mit kaputt. Der blendet mir jetzt noch einen Kopfschuss ein? Was? Und was macht man, wenn man gar keine Munition mehr hat? Ganz doof gucken, ne? Gucke ich jetzt schon. Ich hab bald nur noch eine Pistole. Und die ist ja noch schwächer. Wow. Rollt doch so hart. Was mache ich denn jetzt? Abhauen, ja, toll. Es ist super. Hä? Hier war eine Munitionskiste? Ja, aber nur für die MP. Toll, dass ich das jetzt noch rausfinde. Gibt's ja eine Sniper-Muni-Kiste? Boah, da ist er wieder. Sniper Muni. Okay, 20 Schuss. Alles klar. Alles klar. Oh, das ist ein Hund. Ich glaube, man hätte das auch irgendwie einfacher hinkriegen können. Aber irgendwie bin ich hier gerade zu verpeilt in dieser Ecke. Oder das ist wirklich so schwierig an dieser Stelle. Das kann natürlich sein. Wir wissen es nicht. So, haben wir es jetzt. Oh mein Gott, wir haben es. Wow. Geschafft. Dr. Ephraim Schweiger ist vor ein paar Mal draufgegangen diesmal. Also in diesem Bereich, aber wir haben's. The Berlin Central Library contains a medieval occult text that may be the key to stopping the zombie invasion. The Book of Souls. You know what you must do. Ja, wir wissen, was wir zu tun haben in der Bibliothek des Bösen, aber da die letzte Folge länger wurde, oder schneid beide zusammen, ich weiß es noch gar nicht so genau,
Wird die hier, soll es eine einzelne Folge werden? Mal gucken, ein bisschen kürzer. Deswegen machen wir die Bibliothek des Schreckens. Bibliothek des Bösen beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.